Doch es gibt eine weitere Gefahr, und zwar für die Fische. Bei vielen Kraftwerken werden sie durch den Sog des Wassers gegen das Einlaufgitter, den Rechen, gedrückt und totgequetscht. Die Wissenschaftler wollen sicherstellen, dass das bei ihrem Kraftwerk nicht passiert. Eine Sonde misst die Strömungsgeschwindigkeiten am Rechen. Die Messungen zeigen, der Sog ist schwach. Auch Jungfische können ihm entkommen. Doch wie kommen die Fische unbeschadet ins Unterwasser? Wir haben mit unserer Modellversuchsanlage alles geometrisch exakt abgebildet, mit Ausnahme der Überströmung im Verschlussteil. Im Kronenbereich werden Einkerbungen vorgesehen, damit die Fische vom Oberwasser schadlos ins Unterwasser abgeführt werden können. Immer wenn Albert Sepp diese Idee vor Naturschutz- und Fischereiverbänden präsentiert, erntet er Skepsis. Aber erste Versuche zeigen, dass sich die Fische darauf einlassen. Sie nutzen den Wasserlift im Kraftwerk. Und so soll die Anlage einmal funktionieren. Das Kraftwerk ist immer von Wasser überströmt. Fische können also zu jeder Zeit über den Wasserlift ins Unterwasser, während Turbine und Generator permanent Strom erzeugen. Neben jedem Schachtkraftwerk sorgt ein Fischpass dafür, dass Fische umgekehrt auch ins Oberwasser wandern können. An Aale, die sich nur am Grund eines Flusses bewegen, wurde auch gedacht. Wenn ihre Wanderzeit beginnt, öffnet sich eine Klappe. Der Weg für ihre Reise ist frei. Und bei Hochwasser, wenn der Fluss Geschiebe transportiert, fährt diese Klappe ganz nach unten. Dann entsteht über dem Kraftwerk eine kräftige Strömung. Sie spült den Kies in den unteren Flusslauf. Bis jetzt haben sich alle Überlegungen zum Schachtkraftwerk am Modell bestätigt. Albert Sepp plant deshalb schon eine große Pilotanlage. Sie soll komplett mit Fischpass in der Obernach installiert werden. Der Wasserbauer ist zuversichtlich, dass seine Idee auch diesen Test besteht. Solche kleinen Wasserkraftanlagen könnten auch für Privatleute interessant sein, und zwar als Geldanlage, also wenn man sein Vermögen gerne in ein eigenes Wasserkraftwerk stecken möchte. Denn dass die dabei erzeugte erneuerbare Energie, also der Strom, abgenommen und bezahlt wird, das ist ja gesetzlich garantiert. Für große Unternehmen sind nur große Wasserkraftwerke interessant. Da muss also jede Menge Strom gleich dabei rausspringen. Und das einzurichten, das zu bauen, ginge aber nur noch an Stellen, wo der Eingriff in die Natur wirklich sehr massiv wäre. Aber vielleicht gibt es ja dafür auch Lösungen. Eine Halle der Uni Innsbruck. Hier geht Barbara Brinkmeier mit ihrem Team zum ersten Mal der Frage nach, ob sich auch mit großen Wasserkraftwerken ökologisch unbedenklich Strom gewinnen lässt. Dafür hat sie einen Flussabschnitt der Salzach nachgebaut. Ein landschaftlich sensibler Standort in der Nähe von Burghausen. Die Herausforderungen des Projekts sind enorm. Noch wissen die Forscher nicht, ob sie alle bestehen. Die Fallhöhen sind hier zwar gering, 3 Meter, mehr nicht. Aber die nutzbare Wassermenge ist groß. Das Krafthaus soll ein Drittel der Flussbreite einnehmen. Darin wollen die Ingenieure gleich 20 Turbinen installieren. Das wäre Strom für über 5000 Menschen. Das übrige Bauwerk besteht aus Sohlrampen mit unterschiedlichen Strukturen. Sie werden ständig vom Wasser überströmt sein. Dafür sorgen auch bewegliche Stauklappen. Der Fluss bleibt so offen und behält seine natürliche Dynamik. Aber die Wasserbauer müssen es auch schaffen, dass der ganze Salzachkies wie im natürlichen Fluss transportiert wird. Bei der Salzach handelt es sich um einen alpinen Fluss, der sehr viel Sand und Geschiebe mit sich transportiert. Und mit unserem Konzept wollen wir diesen Geschiebetransport nicht unterbinden und somit die Gewässerökologie und den Charakter des Flusses nicht verändern. Immer wieder simulieren die Forscher Hochwasser. Sie wollen testen, wo die Fluten das Geschiebe ablagern. Transportieren sie es durch die Öffnungen oder verlandet das Bauwerk? Oder gerät der Kies sogar direkt vor das Krafthaus und blockiert die Energiegewinnung? Nach jedem Versuch tastet ein Laser die Modelllandschaft ab. Seine Messungen zeigen, wie sich die Kiessohle im Flussbett verändert. Rot markiert die Stellen, an denen die Strömung den Kies anhäuft.
Die ersten Versuche sind schockierend. Das Bauwerk verlandet ziemlich schnell. Und vor dem Krafthaus türmen sich Berge von Kies. Die Forscher drohen zu scheitern. Doch dann finden Barbara Brinkmeier und ihr Team ein vielversprechendes Konzept. Nur noch wenig Kies gerät über die Rampe vor das Krafthaus. Das meiste Geschiebe lenkt eine speziell geformte Barriere durch eine zentrale Öffnung im Bauwerk ins Unterwasser. Ein Problem ist also gelöst. Doch das nächste wartet schon. Wie kommen die verschiedenen Fischarten und andere Lebewesen durch den Fluss? Zum Teil versuchen die Wasserbauer, das mit den Sohlrampen zu lösen. Sie sind so gestaltet, dass die Fische sie in beiden Richtungen durchwandern können. Die größte Gefahr aber sind die Turbinen. Fische orientieren sich an der stärksten Strömung und die herrscht am Krafthaus. Sterben die Fische am Rechen, steht das Projekt vor dem Aus. Den Forschern kommt eine simple Idee. Durch schräggestellte Rechen sollen die Fische über das Krafthaus ins Unterwasser gelockt werden. Ob das tatsächlich klappt, untersuchen gerade Kollegen von der TU München in Obernach. Jeder einzelne ihrer Versuchsfische trägt einen kleinen Sender unter den Schuppen. Antennen über einem Strömungskanal registrieren die Signale der Sender und damit die Bewegung jedes Fisches. Die Forscher behalten so den Überblick. Im Strömungskanal ist der Rechen montiert. Bei jedem Versuch testen die Forscher eine andere Neigung. Noch ist kein Fisch zu sehen. Erst am Nachmittag registrieren die Antennen Fische am Rechen. Bei diesem Versuch ist er auf 30 Grad eingestellt. Die Fische sind vorsichtig, aber keiner von ihnen gerät mit dem Schwanz in den Rechen. Bei steileren Winkeln ist das schon geschehen. Und dann, nach langem Zögern, lassen sich einige Fische über den Rechen hinwegtreiben. Ein Ergebnis, das zuversichtlich stimmt. Noch haben die Innsbrucker Forscher nicht jede Prüfung bestanden. Aber falls sie eines Tages Umweltschützer und Behörden überzeugen, könnten sie mit ihrem Kraftwerk 30 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Genug für 10.000 Haushalte. So etwas könnte man auch anderswo bauen, in Bayern zum Beispiel. Schließlich gibt es auch hier bei uns genügend sogenannte ökologisch sensible Flussabschnitte. Und wenn man sich mit der Technik den Bedürfnissen der Umwelt anpasst, dann kann man auch im großen Stil Energie gewinnen, und zwar ohne der Natur zu schaden. Die Wasserkraft ließe sich also in jedem Fall ausbauen. Nur Einheitstechnik hilft da nicht weiter. Es müssen maßgeschneiderte Lösungen sein. Es steckt noch Energie im Wasser. Mit den neuen Techniken der Wasserbauer könnte an vielen Standorten, an vielen Flüssen und Bächen Strom erzeugt werden. Dezentrale, kleine Anlagen, die saubere Energie ins Netz speisen. Alte Mühlen ließen sich ohne viel Aufwand schon jetzt mit neuen effizienten Wasserrädern ausstatten. Aktuelle Schätzungen gehen von mehreren tausend ungenutzten Mühlenstandorten in Deutschland aus. Jedes Wasserrad könnte Strom für etwa 3 Haushalte erzeugen. Auch an Flüssen wie dem Lech gibt es noch Potenzial für die Wasserkraft, etwa an dieser Schwelle. Hier könnten sich gleich mehrere Wasserräder drehen und Strom erzeugen. Solche Querbauwerke sind auch ideal für die neuen Schachtkraftwerke der TU München. Weil der Fluss hier breit ist und genügend Wasser führt, lassen sich mehrere Anlagen parallel installieren. Sie liefern Strom und halten den Fluss durchgängig. Rund 60.000 solcher Bauwerke gibt es in Deutschland. Experten schätzen ihr Potenzial zur Stromgewinnung auf 3 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Genug für 3 Millionen Menschen. Großkraftwerke wie das Innsbrucker Modell sind dabei noch nicht berücksichtigt. Noch viel mehr Bedeutung haben die neuen Konzepte aber international.
Der Schwerpunkt der Wasserkraftnutzung liegt eigentlich im Ausland, insbesondere in den Entwicklungsländern. Und wir sind der Auffassung, dass es sinnvoll ist, hier effiziente neue Konzepte zu entwickeln, die insbesondere auch diese ökologischen Anforderungen erfüllen, damit man nicht wieder die Fehler macht, die bei uns vor 50 oder vor 100 Jahren in der Gründerzeit gemacht wurden. Ob aber künftig jede mögliche Stelle tatsächlich genutzt wird, ist fraglich. Denn eines ist klar, auch der regenerative Strom aus den Flüssen und Bächen nötig zu Kompromissen. Ganz ohne Eingriff in die Natur gibt es ihn nicht. Als Konzept funktionieren die neuen Ideen also schon gut. Aber sie müssen sich in der Realität noch beweisen. Und um einen Eingriff in die Natur kommt man in keinem Fall drumherum, auch wenn die neuen Anlagen wesentlich umweltbewusster arbeiten. Informationen zu unserer Sendung Faszination Wissen und zu unseren Themen finden Sie im Internet auf unserer Internetseite. Und dort steht auch alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie an unserem neuen Online-Rätsel teilnehmen wollen. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Bis dann.